Hallo und herzlich willkommen zu unserem ersten Unboxing von dem Hammer Gamepad Black Force. Ja, da wandert auch schon meine Hand ins Bild. Ja, das Bild könnte ein bisschen schlecht sein, da wir mit dem Handy aufnehmen. Und ja, das Gamepad ist Computerspiele ausgezeichnet. Also Computerspiele-Bild. Ja genau, der Hammer ist auch noch da. Ja, Preis-Leistungssieger und gleich zweimal mit gut ausgezeichnet. Ja, genau. Das Ganze ist PlayStation 3 kompatibel und hat zwei Motoren für Dual-Vibration. Also das heißt Vibration, wenn man zum Beispiel gegen eine Wand rauscht. Kann man hier schlecht lesen, weil das ein bisschen gespiegelt hat. Ja, da hinten werden die ganzen Tasten erklärt und so. Sind auch nochmal nummeriert. Und dann kann man sich das da in dem kleinen Text da links durchlesen. Wenn man will. Ja, wir haben es nicht gemacht. Nein, wahrscheinlich noch in verschiedenen Sprachen. Mhm. Ja, das Ganze hat einen USB-Anschluss und ist relativ einfach zu installieren. Zumindest wird damit geworben, wobei wir haben es ganz gut hinbekommen. Ja. Das Ganze läuft auf Windows 98 bis Vista. Wir haben es auf dem 7. 7. Genau, wir haben es auf dem 7 gemacht. Es funktioniert auch. Nee, es steht ja Vista-7. Ah, okay. Ja, dann fangen wir mal an, das Ding auszupacken. Da. Wir haben das leider schon, ja, wir haben es schon getestet, drum hat das jetzt hier keine Verpackung mehr und ein schöner Gummi ums Kabel rum. Aber so sieht das Ding aus, mit den, ja, zwei, wie heißen die Dinger? Keine Ahnung, so komische Knubbel da. Genau, mit dem, ja, üblichen Steuerkreuz halt eben und den vier Tasten, auf denen, ja, beim Gamepad der PS2 bzw. 3. Ich glaube, die sehen ziemlich gleich aus. X, Viereck, Kreis und Dreieck drauf wären. Ja, da sind halt, ist halt die Starttaste und, ja, ich sag mal, Select-Taste. Und da, wo Nico gerade drauf gedrückt hat, da kann man auf analog umschalten oder nur auf analog. Dann funktioniert das Steuerkreuz nicht mehr, sondern nur noch die zwei Analog-Sticks unten. Hier hinten sind die Links- und Rechts-Tasten ganz klar, für was man die braucht. Weil, ja. Spielen wie zum Beispiel Need for Speed, kann man da driften. Ja, und das, die ganzen Tasten sind programmierbar, also könnt ihr einfach auf die Optionen gehen und euch das selber einstellen, wie ihr das gerne hättet. Ja, dann habt ihr das. Da drin ist natürlich wieder, ja, üblicher Papierkram, den kein Mensch braucht. Nico schmeißt den da auch sehr schön weg. Ja. Und, ja, eine kleine Anleitung, wieder in allen verschiedenen Sprachen, in denen die Tasten nochmal extra erklärt werden. Eigentlich ist alles auf der Verpackung, aber, ja, nochmal... da drauf. Dann ist hier eine kleine CD mit Treibern, einem FIFA 08 Patch, den kein Mensch braucht. Da wir momentan 2012 haben, bald sogar 2013. Ja, also das Ding dürfte schon etwas älter sein. Ja. Und dann ist da noch auch nochmal die ganze Dings drauf. Anleitung, genau. Ich hoffe, die kleine CD funktioniert bei euch. Wenn nicht, müsst ihr gucken, ob es das online gibt. Und hier noch so eine schöne Halterung. Ja, sehr schön. Weil, ja, nicht jeder PC kann das Ding lesen. Okay, und dann verabschieden wir uns auch schon wieder, denn das Video ist vorbei. Bis zum nächsten Mal.